Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. 5. April 2019. Heute ist Neumond in Tierkreiszeichen Fischen. Dieses Bild zeigt es auch wundervoll. Nicht wundern, wenn ich das so erzähle, dass dieser Neumond in Tierkreiszeichen Fischen ist. Das ist die Berechnung der indischen Astrologie. Ihr könnt das überprüfen, schaut nach, wie die Astronomen das beschreiben. Die Astronomen beschreiben genauso, dieser Neumond ist in Tierkreiszeichen Fischen und hat einen Einfluss von Sternbild Walfisch. Ein Neumond sollen wir nachdenklich sein und auch meditieren. Die Thema, worüber wir nachdenklich sein sollen, worüber sollen wir meditieren, das zeigt uns gerade die in Tierkreiszeichen Fisch, aber auch die Einfluss von Sternbild Walfisch. Die Tierkreiszeichen Fischen gehören zum Wasserelement und das symbolisiert unseren Gefühlen. Also wir sollen nachdenklich sein über unsere Emotionen. In diesem Sternbild befindet sich zwei Fischen. Astronomisch heißt es südlichen Fisch und nördlichen Fisch. Ist aber ein riesengroßer Unterschied. Die eine Fisch schwimmt in eine Richtung, der andere Fisch schwimmt in anderen Richtung. Und die eine Fisch hat ständig Angst und zweifelt und hat Selbstmitleid und alle leiden mit. Und ich würde sogar behaupten, dass einigen Fischen Geborenen genießen das auch. Endlich Aufmerksamkeit bekommen, jeder kümmert um sie. Aber eins beachten sie nicht, es blockiert, geht nichts voran. Und das führt Richtung Depressionen, Alkohol und Drogen. Die andere Richtung, und das wäre die richtige Richtung, das ist wie ein Traum, eine Vision. Ein Bild zu haben, eine Vorstellung zu haben, was wir erreichen wollen, auch beruflich, auch finanziell, auch bei Familienplanung, auch bei zwischenmenschlichen Kontakten. Und auch in die liebe Partnerschaft. Und das Verinnerlichen. Und dazu eignet sich diese meditative Haltung, besonders jetzt bei Neumond. Dann haben wir mal eine Vorstellung und wir sollen daran glauben, das Vertrauen. Dann setzen wir das in Bewegung und dann vertrauen das Fluss des Lebens. Und hier passiert Wunder, weil dieser Traum wird wahr, vorausgesetzt ist, dieser Traum entspricht die Realität. Und genau das sollen wir verinnerlichen. Mond saugt alles auf wie ein Schwamm und reflektiert uns weiter. Und heute wirkt auch dein Sternbild Walfisch. Und dazu erzähle ich die mythologische Geschichte aus der klassischen griechischen Mythologie. Es gab eine Königin Cassiopeia. Das erkennt ihr im Himmel. Es ist ganz einfach, dieses Sternbild zu finden. Das ist ein W, wie ein Buchstabe W. Das ist Cassiopeia. Cassiopeia prahlte überall. Ihre Tochter Andromeda ist die schönste. Sie ist sogar schöner als die Meeresjungfrauen. Und die Meeresjungfrauen haben sich beschwert bei Neptun. Das ist nichts anderes als Poseidon, Gott des Meeres. Und er wurde zornig und schickte den Walfisch in diesem Königreich, die prahlenden Königin, zum Bestrafen. Und genau dieser Walfisch hat einen Einfluss auf diesen Neumond, hat einen Einfluss auf unserem heutigen Tag. Dieser Walfisch kam dann an in diesem Königreich und dachte,
Koch, warum sollte ich das machen, was Poseidon mir gesagt hat? Ich mache, was ich will und trifft eigene Entscheidungen. Dieser Walfisch, dieser Seeungeheuer, nahm die schöne Königstochter Andromeda und fesselte in einen Felsen. Und Andromeda hat so Angst gehabt, ja. Da war in der Nähe Medusa, die furchterregende mit ihren Schlangenhaaren. Und die Geschichte erzählt, jede, der Medusa erblickt, bekommt Angst und ist so unbeweglich, so steif wie ein Stein. So war das bei Andromeda auch, bis dann Perseus kam, befreite Andromeda mit seinem Schwert und tötete Medusa. Und in dem Moment wurde vom Mutterleib, vom Medusas Körper, Pegasus geboren. Pegasus ist ein Pferd, ein weißes Pferd mit Flügeln. Und die beiden, Andromeda und Perseus, ja, die haben verliebt. Und dieser Liebespaar ist mit diesem weißen Pferd davon geritten, geflogen. Ja, dieses Pferd hat auch Flügel. Und das ist die Geschichte. Und was können wir heute verinnerlichen? Von unseren Ängsten befreien, um die Liebe denken, frei fühlen, befreit zu sein. Und natürlich die Walfische sollen wir auch berücksichtigen. Kann sein, dass jemand sich da einmischt oder jemand handelt anderes, was wir gesagt haben, nach dem Motto, ich mache, was ich will. Und jetzt zum Maya-Kalender. Bei dem Maya-Kalender gibt es 20 Wellen. Es sind Frequenzen oder Töne oder Schwingungen. Wir befinden uns bis 6. April in 9. Wellen. Und in diesen 9. Wellen sind die Prozesse, die Erneuerungen, vieles loslassen, von einiges verabschieden, auch von Angst. Und diese Neuigkeiten oder dieser Abschied, diese Transformation führt dazu, dass jetzt etwas in Bewegung kommt und steigt die Energie und wir stehen vor einem Neuanfang. Der heutige Tag ist der 12. Tag dieser 9. Welle und die Zahl 12 dominiert. Die Mayas haben die Zahl 12 so gezeichnet und das bedeutet füllen. Überblick haben über das Ganze, Informationen, Erfahrungen sammeln und die Zusammenhänge erkennen. Und wichtiges Thema ist heute auch Wertschätzung, Selbstwertgefühl und Liebe. Die Kraftfeld ist Ki'ib. Ki'ib heißt übersetzt Eule, die Weisheit. Unserem inneren Stimme hören, das ist die göttliche Kommunikation. Bedeutet Ki'ib auch etwas verdauen, verzeihen. Steht auch in Verbindung zu unserem Ahnen und speichert Erinnerungen. Bedeutet diese Kraftfeld auch Rückkehr von etwas oder kehrt jemand zurück von Vergangenheit. Diese Ki'ib vermittelt uns noch etwas Wichtiges, ein Kraftfeld, ein Kraftplatz zum Finden, wo wir das Gefühl haben, das wirkt uns beruhigend. Da können wir auftanken, sei es die Berge oder ein Wald oder Blumenwiese. Ihr spürt den Ort, was euch gerade Kraft gibt. Oder geht ihr in Tempel oder Kirche, da ist auch die Schwingung, diese feinstoffliche Energie auch sehr deutlich spürbar. Die Mondenergie zeigt sich Yik.
Iik bedeutet übersetzt Wind, Kraft des Geistes. Und das bedeutet Luft zum Atmen, Ideen zu haben und inspirieren lassen. Verbindet uns zu unserer Intuition und bringt uns zur Leichtigkeit und zu neuen Ideen, und wir sollen uns inspirieren lassen. Zitrin steht mit Neptun in Verbindung, passt ganz gut zu dem heutigen Neumond, über den Tierkreiszeichen Fischen herrscht auch Neptun, und zu diesem Kraftfeld passt sehr gut die Diamant. Und das war die Botschaft aus dem Maya-Kalender. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Seid ihr herzlich willkommen bei diesem kurzen Video, wo ich euch informieren möchte. Ich habe ein super tolles Angebot für euch, und dieses Angebot ist gratis. Ihr braucht euch auch nichts verpflichtet fühlen für etwas. Das Thema ist Dualseelen, Dualseelenprozesse. Das, was ich wahrnehme in Praxis, dass viele von euch in diesem Dualseelenprozess drin steckt und ihr weiß nicht, wie das weitergehen soll. Warum ist es so? Das ist mal die erste Frage. Wie kommt ihr davon los? Oder hat es überhaupt einen Sinn, in dieser Beziehung bleiben? Was sagt das alles aus? Und dafür habe ich ein Einführungsvideo gemacht, Einführungsvideo zum Verstehen, was das überhaupt ist, duale Seelen, und was sagt es auch. Und dieses Video werde ich nicht veröffentlichen. Das ist nicht für jede da, das ist nicht für jede geeignet, sondern wirklich für diejenigen, die in diesem Prozess drin sind, wo das wirklich interessiert oder möchten sich etwas verbessern. Und ich bitte euch, wenn ihr in diesem Dualseelenprozess drin seid oder interessiert euch dieses Thema, dann schreibt mir bitte ein E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Das hat mit Beratung oder Beratungsvideo jetzt in dem Sinne nichts zu tun. Diese Video ist wirklich kostenlos. Und ich möchte aber nur für diejenigen zugänglich machen, wo da wirklich ernsthafte Interesse zeigen. Und ich freue mich, wenn die Interesse besteht und ihr bekommt dann die Zugangsdaten, ihr bekommt den Link dazu und könnt ihr diese Einführungsvideo, diese Erklärungsvideo dann anschauen. Und damit möchte ich euch weiterhelfen. Ich bedanke mich für die Interesse, ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.